Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei Let's Play Stardew Valley. Wir haben einiges vor, nämlich Überraschung Landwirtschaft. Was genau, das schauen wir mal, je nachdem, was so passiert, wenn wir rausgehen. Nichts gut, alles klar, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das Wichtigste von allem. Wir gießen ganz entspannt unsere kleinen, aber doch sehr feinen Pflänzchen. Und ich würde sagen, dann begeben wir uns mal Richtung Stadt. Schauen wir mal, was die Dorfbevölkerung so uns zu erzählen hat. Vielleicht gibt es ja auch eine feine Aufgabe, die wir auch gut erledigen können. Das wird sich zeigen. Aber, ihr Lieben, eins nach dem anderen. Zuerst mal müssen wir uns um unser Hab und Gut kümmern, damit unsere Pflänzchen auch sprießen und gedeihen können. Weil wir die ja schließlich auch verkaufen wollen, sehen wir es doch mal ganz pragmatisch. Denn ein Landwirt, der nichts anbaut und verkauft, ja, was macht er eigentlich? Gut, okay, jetzt kann man sagen, der betreibt Viehwirtschaft oder sonst irgendwas, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, oder? So, die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her, deswegen, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wann die Böhnchen da zum Beispiel ready sind. Ich weiß gerade nicht, die brauchten, glaube ich, 10 Tage? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie viel die brauchten. So. Wir nehmen mal, ich meine, irgendein Geburtstag müsste jetzt bald anstehen, deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal, was nehmen wir mit? Ja komm, wir nehmen Narzisse mit. Die Gießkanne packen wir erstmal wieder weg und dann schauen wir mal. Diesmal leider nichts im Briefkasten, schade natürlich. Ah, Moment, ich habe noch eine Idee. Wir nehmen noch mal zur Sicherheit hier unser Schäufelchen mit, falls wir unterwegs irgendwo was sehen, was vielleicht im Boden stecken könnte. Na, hallo? So, geht doch. So, dann auf in die City. Und mal schauen, wer so ein bisschen rumlungert. Ich habe ja schon, ich glaube, Commander Luigi war es, den Hinweis bekommen. Erstmal danke dafür. Da hatte ich nämlich Sebastian gesucht und er hat dann gesagt, wie ungefähr sein Tagesablauf ist. Also, dass der relativ spät erst in den Tag startet. Das ist zum Beispiel mal ganz gut zu wissen. Ah, okay, morgen ist Vincents Geburtstag. Okay, alles klar. Deswegen, wenn noch irgendwer einen Tipp hat, was willst du? Geh bitte. Mimi. Ja, hol doch. Wenn noch wer einen Tipp hat, bitte immer raus damit. Ah, okay, die, ja, gut, 48 morgens in der Kneipe ist schon ein bisschen sportlich und gewagt, kann ich jetzt nachvollziehen. Penny, ich gebe heute Vincent und Jas etwas Nachhilfe. Sie können anstrengend sein, aber es ist schön, im Leben von anderen etwas zu bewegen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist schön, wenn man anderen Leuten was Gutes tun kann. Da ist gerade zu, aber jetzt ist da ja auf, Gott sei Dank. Dann können wir hier rumlungern und Leute trollen. Na, aber es ist, glaube ich, keiner da. Und hier hinten können wir sowieso noch nicht hin. Ach, okay, Emily und, oh, wie hieß sie nochmal? Mein Namensgedächtnis, es ist so herrlich. So, Emily haben wir ja schon. Wo ist sie? Pam ist es nicht. Hayley heißt die Gute, stimmt. Hallo Vincent, grüß dich. Schnüff, Mama lässt mich heute nicht süßes mehr essen. Oh, und das um 29 morgens. Du Armer, mit dir möchte ich nicht tauschen. Das ist der Vorteil, wenn man erwachsen ist, da kann man süßes essen, solange und so viel man will. Man kriegt dann halt eine Plauze. Sport ist wichtig, um gesund zu bleiben. Ich nehme mir immer ein wenig Zeit dafür. Ja, das ist doch mal vorbildlich. Ah, du bist wieder in deinem Zimmer eingesperrt. Oh, mach mal. Ist ja dein gutes Recht, mein Lieber, ne? Haben wir dich schon? Ach, du entweder bist du Buggy oder du meditierst. Eins von beiden. Jedenfalls können wir dich gerade nicht ansprechen. Na gut, dann halt nicht. Dann soll es wohl denn sein. Ja, moin! Deponiere einfach alles, das du verkaufen willst, in der Versandbox neben deinem Haus. Ja, mehr hast du mir nicht zu sagen. Kein Wie geht es dir? Kein Hast du dich schon eingelebt? Naja, dann halt nicht. Oh, eine Venusmuschel. Oh, eine Venusmuschel. Oh, da liegt was Süßes. So, haben wir hier was zu buddeln? Ich habe jetzt leider meine Angel nicht dabei, aber bin auch offen. Oh, hier hätten wir was zu buddeln. Zack. Glasscherben. Ja, da bin ich froh, dass ich da nicht mit den Füßen reingelatscht bin. Ein wahrer Angler hat Respekt vor dem Wasser. Vergiss das nicht, ja? Ich respektiere das Wasser. Und das Wasser respektiert mich, hoffentlich. Was haben wir hier? Eine Auster. Oh, das ist mal was Neues. Oh, eingetrocknet, da sehe ich ein Artefakt.
Cool. Und das ist auch ein Artefakt? Ja, geil. Dann würde ich sagen, bringen wir das doch mal direkt ins Museum, wenn das schon als Artefakt zählt. Wobei ich sagen muss, also wie formuliere ich das jetzt, ohne das böse zu meinen, aber ich glaube, ich würde nicht in ein Museum gehen, wenn da heißt, und jetzt unsere neueste Ausstellung, Glasscherben, da, da, da. Wo kommen sie her? Was war vorher in den Gefäßen drin? So, dem Museum spenden. So, die Glasscherben. Hangen wir mal dahin. Und den Seestern. Packen wir mal da oben hin. So. Nicht mal ein Dankeschön. Kein bisschen. Na gut. So. Was? Kicher. Hihihi. Ja, mehr hat sie uns leider nicht zu sagen. Schade. Glasscherben. Ein Mix aus Glasscherben. Jahrzehntelang von der Meeresbrandung geschliffen. Diese hier könnten zu einem alten Mosaik oder einer Kette gehört haben. Oder einfach zu einer Flasche Wasser. Getrockneter Seestern. Ein Seestern aus dem Vrozian. Es ist erstaunlich, ein erstaunlich gut erhaltenes Exemplar. Ja, sehr gut. Das freut uns doch. Dann würde ich sagen, können wir uns hier erstmal wieder vom Acker machen. Haben wir eigentlich noch Geoden? Ich weiß gerade nicht. Wir wollten ja sowieso noch mal ein paar Bäume fällen. Können wir uns jetzt theoretisch mal zur Farm zurückbegeben. Vielleicht unterwegs noch dem einen oder anderen Hallo sagen. Na, okay, kein Durchgang da vorne. Nun gut. Ah, Idee. Wo ich gerade schon mal hier bin, also mit hier meine ich im Dorf, und wo ich gerade ein bisschen was Besonderes im Inventar habe, könnten wir doch mal im Gemeindezentrum schauen, ob wir diese Sachen irgendwie verwenden können. Wir können da ja diverses Zeugs abgeben. Zwecks sammeln. Dafür schauen wir einfach mal kurz hier vorbei. Und kicken mal, was wir da so haben. Moment, konnte man das auch nicht von unterwegs? Ich muss gerade mal schauen. Sammlung. Ja, man sieht ja, was man insgesamt hat, aber ansonsten... Nee, nicht wirklich. Gut, dann gucken wir da nochmal drauf. So, sammeln Frühling. Genau, der Lauch. Stimmt, der Lauch fehlt uns noch. Okay. Konstruktion, ja, das machen wir später. Da haben wir soweit auch nichts. Die Exoten, da haben wir leider auch noch nichts. Das dürfte auch noch sehr lange dauern, glaube ich, bis wir das haben. Winter sowieso nicht. Und Sommer sind wir auch noch meilenweit von entfernt. Okay. Aber gut. Soweit ich das im Blick habe, müsste es später noch mehrere von diesen Feldern geben. Dafür müssen wir, glaube ich, aber beim ersten erst eine Sache fertig machen, bevor irgendwo was Neues kommt. Entsprechend müssen wir da sammeltechnisch mal ein bisschen Gas geben. Ach komm, Hayley, wenn du schon mal draußen bist, dann schnacken wir doch mal. Nette Schuhe. Sind die aus Plastik? Oh, du kleines Biest. Na gut. Du bist halt, naja, böse könnte man behaupten, eine Tussi. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Das ist sowieso ein Typ Mensch, den ich nicht mag. Ich mag es lieber einfach offen und ehrlich und verdammt einfach. Klingt blöde, aber einfach normal. Weil normal, das trifft es auch nicht. Also so ein bisschen Freak darf schon sein. Aber halt nicht so eine aufgesetzte Tussnelda. Nicht wundern, ich gehe einmal kurz hierher, weil wir suchen noch einen Lauch. Ach komm, Linus, grüß dich. Bist du gekommen, um dich über mich lustig zu machen? Nein, ich wollte nur Hallo sagen. Ja, ein Lauch! Ibims, ein Lauch! Oh, da oben ist noch einer. Ja, klar, ey. Wie Bob Spencer so schön sagte, erst darf man jahrelang nicht und dann kommen sie alle auf einmal. Aber gut, wir wollen nicht meckern, wir wollen den Lauch stattdessen direkt ins Gemeindezentrum bringen, denn dann müssten wir, glaube ich, auch einen weiteren Raum zur Verbesserung, glaube ich, freischalten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das müsste eigentlich so gehen und mit ganzem Glück werden wir dann direkt noch hier ein bisschen was von los. Na, komm rein mit dir. So. Rein in das Räumchen. So, Ibims, ein Lauch. Bündel komplett. Schwing. Huhu, eine Belohnung. Frühlingssaat. Ja, sehr geil. Und da bringt jemand ein Geschenk. So, jetzt haben wir da oben. Sieht aus wie eine Vorratskammer. Und das Aquarium. Und ich wette, da können wir bestimmt was loswerden. W-
wilde Frühlingsjahr, stimmt. Das sind die ganzen Sachen hier, Lauch und so, die wir dann anbauen können. So, hier haben wir einige Fische, die wir abgeben dürfen. Nachtfische haben wir hier. Was haben wir hier? Teichfische. Ja, gut, okay. Krabbenhäuser. Ja, perfekt. Guck mal einer an. Da werden wir doch direkt was los. Und auch wenn die von seltener Qualität ist, geben wir die trotzdem da ab. Spezialitätsfische. Oh mein Gott. Und Ozeanfische. Ja, ich glaube, angeltechnisch müssen wir uns echt mal in Zukunft auf ein bisschen mehr Arbeit gefasst. Machen wir schon mal eben kurz, was es da hinten gibt. So, bringen sie schon ins Hut. Sehr schön, vorbildlich. Immer alles aufräumen. So, Nutzpflanzen Frühling. Pastinaken, grüne Bohnen, Blumenkohl, Kartoffel. Ah, okay, das sind die... schade. Habe ich so gut wie alles weggehauen. So, hier müssen wir Nutzpflanzen nach bestimmter Qualität. Zum Beispiel 5 güldenen Pastinaken. Okay. Hier die Nutzpflanzen aus Sommer. Handwerkerbündel, Trüffelöl, Stoff, Ziegenkäse. Ach, das sind die ganzen Sachen, die wir produzieren können. Gut, außer jetzt das Obst. Wobei man die durch die Bäume natürlich im weitesten Sinne auch produziert. Hier haben wir die Herbsterzeugnisse und Tier, Milch, Eier, große Ziegenmilch, Wolle und Entenei. Okay. Gut, wird noch einiges zu tun sein, bis wir soweit sind, dass wir da alles hinkriegen, wie wir uns das wünschen. Deswegen in die Hände gespuckt und erstmal zurück zu unserer Farm. Denn da heißt es ja jetzt erstmal schaffe, schaffe, Feld anbaue. Wir haben nämlich keine freien Felder. Das heißt, wir müssen erstmal ordentlich was wegpflügen. Und das will dann natürlich auch gegossen werden. Wenn wir hier unsere Frühlingssaat ausbringen sollen. So, 30 Stück. Ich muss noch die Felder ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal gleich ein bisschen was feldtechnisch machen. So, ihr wisst ja, ich bin ein Freund von Symmetrie, deswegen... Oder wollen wir den Rahmen sprengen? Nee. Ich bleib bei der Symmetrie. Nein, das wollte ich nicht, verdammt. Ach komm, jetzt ist auch egal. Ich bin zwar ein Freund von Symmetrie, aber dann machen wir das Feld halt mal eine Reihe länger, dann kriegen wir wenigstens alles hin. So. Schön geschaufelt. So, alles schön ausgesät. Perfekt. Dann holen wir nochmal unsere Gießkanne und gießen wie ein Berserker unsere Feldfrüchte. So, wir packen erstmal alles andere weg. Die Sachen brauchen wir jetzt nicht mehr. Ach Mist, ich habe nicht gedüngt. Ja gut, ist jetzt auch egal. Na, wir verbrauchen erstmal das Wasser, was noch in der Kanne ist. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich sowieso nachfüllen. Das sehen wir, wenn wir gleich alles gegossen haben. Also ich meine, ich weiß nicht, ob eine volle Gießkanne gereicht hätte. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so schlimm, dass wir jetzt erst hier hingehen. So, gluck, gluck, gluck. Zack, zack. Schön alles befeucht halten. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, nutzen wir noch ein bisschen Zeit, um ein paar Bäume zu fällen. Auch wenn wir nicht mehr so viel Energie haben. Aber wir wollen ja noch ein paar Nüsschen kriegen. Damit wir uns mehr Müsli-Riegel machen können. Weil die Müsli-Riegel ja doch relativ viel Energie bringen. So, ich kippe den bewusst von der Seite, dass er nicht hier rausfällt. Sekunde. Ja, komm, wir drücken uns einen Müsli-Riegel rein. Ja, komm. Was soll der Geiz? Dann können wir noch ein paar Bäumchen fällen. Na toll, kein einziger Samen. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn wir einfach das kriegen, was wir gerne wollen und brauchen. So, langsam sind wir erschöpft. Das ist natürlich gar nicht schön. Ich schaue noch mal kurz, ob wir vielleicht den einen oder anderen Samen finden, der im Boden steckt. Da können wir den noch rausholen. Zum Beispiel den hier.
Haben wir noch einen? Irgendwo jemand, der sagt, Ibims ein Samen? Nicht wirklich. Was ist hier? Damit? Nein, leider nicht. Viel Energie. Wir können uns doch einen Samen rausholen, ohne einen weiteren Mystery-Riegel anzuknuspern. Ja, ich weiß, wir hätten theoretisch genug, was wir so noch anknuspern können. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir Schicht im Schacht für heute. Ich hole nochmal immer ein bisschen Verkaufsware dazu. So, rein, rein. Was wollen wir denn verkaufen? Ich würde sagen, die Frühlingszwiebeln, auch die seltene Frühlingszwiebel, den Löwenzahn. Ja, komm, wir verkaufen jetzt einfach mal ein bisschen was, dass wir mal ein bisschen an Kohle kommen. Ach, ich hatte da noch Geoden. Stimmt, die wollte ich auch noch wegbringen. Da fiel es mir wie Schuppen von den Haaren. Ach komm, die verkaufen wir auch. Ich glaube nicht, dass die uns irgendwas noch bringt. Narzissen behalten wir mal, die sind ganz gut zum Verschenken. Also, dann einmal auf zu unserer Shoppingkiste. So, dann kriegen wir auch nämlich eine kleine Abrechnung am Ende des Tages. Wie viel das denn gebracht hat. So, ab ins Bett. So, dann schauen wir mal. Fürs Sammeln haben wir 336 Gold bekommen, macht insgesamt 336 Gold. Ja, guck, ist doch immerhin was. Und der 10. Tag bricht an. So. Was machen wir heute Schönes? Wir nehmen mal die Geoden mit, dann bringen wir die auch endlich mal weg. Den Hering, den können wir noch an... Ach, die Venusmuschel, die hätte ich auch verkaufen können, auch den Schleim. Na, egal. Och, guck an. Oh. Hallo Kopfgeburt. Ja, hallo Mani, grüß dich. Siehst du die Katze hier? Ja, natürlich. Wie könnte ich die übersehen? So süß wie die ist. Oh, sie miaut. Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Ja, der muss es doch gut gehen. Er scheint dir hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Oh ja. Ja. Wie soll die heißen? Ich nenne die wie unseren ältesten Kater Salem. Schwing! Komm her, Salem, sei ein braves Kätzchen, ja? Ich weiß, du siehst zwar eher aus wie Chuck, unser zweiter Kater, aber trotzdem. So, dann wollen wir dem Kleinen natürlich auch Wasser hier drin lassen. Na, der muss ja auch was trinken. So, jetzt erstmal die Feldarbeit. Ja, eins nach dem anderen. So. Das trinkt ihr ganz alleine. Ach, das wäre so schön, wenn endlich mal wieder so Erntezeit wäre. Weil das dann immer so schön viel köstliches Gold bringt. Oh nein, kein Wasser mehr. Und da kann ich nicht durchlaufen. Keine Krähen getroffen, das ist doch mal herrlich. Wobei das irgendwie spooky ist, dass die Vogelscheuche mit mir redet, aber gut. Ich meine, ne, letzten Endes ist sie dann ja ein Angestellter. Hoffentlich natürlich auch sozialversicherungsrechtlich korrekt abgerechnet. Ja, da kommt wieder so ein bisschen der mein Beruf mit mir durch. So. Erstmal die Böhnchen. Dann hier noch unseren Sammelpflanzensaat. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange die braucht. Habe ich jetzt irgendwie nicht ganz auf dem Schirm. Wir füllen mal eben jetzt schon nach. Solange wir da noch einigermaßen nah dran sind, weil nachfüllen müssen wir gleich so oder so. So, zack. Ah, ich freue mich schon, wenn man irgendwann später schneller und effizienter gießen kann. Das kostet ja doch immer ein bisschen viel Zeit und auch Energie, wenn man immer jedes Feld einzeln gießen muss. Ihr seht ja, wie wenig wir inzwischen nur noch haben. Obwohl wir nur gegossen haben. Wir haben nichts weiter gemacht. Hallo. Oh, ich hab dich auch lieb. Ah. Oh, dude. So. Gießkanne weg. Die brauchen wir definitiv nicht. Verschlägt uns in die Höhle? Nee. Heute nicht. Aber wir können ja die ganzen Mineralien mitnehmen. Können wir die nämlich verticken? Was macht eigentlich der Schmelzofen? Was brauchen wir dafür?
20 Kupfer, erst 25 Steine. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Mine. Aber wie gesagt, das machen wir, denke ich, nicht heute. Wobei, wir schauen mal, was der Tag so bringt. Vielleicht gehen wir nachher doch in die Mine, mal schauen. Da möchte ich mich jetzt einfach mal nicht festlegen. Das machen wir einfach spontan, würde ich sagen. Hatte Vincent heute oder morgen? Ich weiß es gerade nicht mehr so. Ich hätte gerne verfeinerter Quarz unter meinen Kissen. Elliot, aha. Ah, doch, Vincent hat heute Geburtstag. Kann man den verfeinern, den Quarz? Was schenken wir dem? Ja, komm, wir schenken dem Müsli-Riegel. Ich guck mal, ob das ein Geschenk ist, was dem gefällt. Kann ich jetzt gerade... Ah, komm, da bist du ja. Oh, das ist für meinen Geburtstag. Danke. Ja gut, dein Gesichtsausdruck, der scheint nicht von Freude geprägt zu sein. Toll. Und das nur, weil ich zu faul war, zurückzugehen. Aber gut, ich hätte ihm einen Quarz geben müssen. Ich wollte sowieso dem Museum nur einen spenden. Wäre, glaube ich, ein besseres Geschenk gewesen letzten Endes. So, einmal rein hier. Hallo, Penny. Wir haben hier keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jas ordentlich zu erziehen. Das ist doch mal vorbildlich, meine Liebe. So, dann wollen wir mal dem Museum was spenden. So, ich würde mal sagen, die ganzen Bodenschätze machen wir dahin. Oh, eine neue Belohnung. Cool. Was denn für eine Belohnung? Ist die jetzt hier vorne oder wo ist die? Nö. Okay, vielleicht müssen wir ihn einfach nur mal ansprechen. Belohnung abholen. Huhu, Blumenkohlsaat. Ist das... Jawohl, Frühling. 12 Tage. Sehr schön. Wieder was zum Anbauen. Finde ich gut. So, dann schnacken wir doch mal mit dir. Und du brichst uns ein paar Geoden auf. Huhu, Kohle. Was ist das denn? Coelastin? Coelestin? Irgendwie so? Ja. Ein bisschen Lehm? Ah, ich habe keinen Platz im Inventar. Ich krieg die Krise. Na gut. Auf zum Gemeindezentrum. Eben schnell was wegbringen. Ach komm, wollen wir mal Jas Hallo sagen? Gut, du hast mir nichts zu sagen. Dann nicht, Zicke. So, ich konzentriere mich jetzt erstmal nur darauf. Ne? Ich bringe den Fisch weg. Und dann gucken wir, dass wir unsere Geoden zu Ende aufbrechen. Und dann würde ich sagen, sehen wir noch unseren Blumenkohl aus. 12 Tage reicht ja noch. 28 haben wir ja noch. Haben wir ja im Frühling insgesamt. Macht 18 Resttage. Das heißt, wir können dann nochmal getrost was aussehen. So. Da nicht. Da auch nicht. Wo bist du? Hering war das, ne? Teichfische? Auch nicht. Ah, dann wahrscheinlich in der letzten Kategorie Ozeanfische. Au, hä? Bin ich bekloppt? Moment, Sardine, Thunfisch? Moment, ich gucke mir mal das durch. Flussfische, da ist er definitiv nicht bei, oder? Katzfisch, Blaubarsch, Tigerforelle, nein. Nachtfisch, auch nicht. Teichfisch auch nicht. Bist du jetzt etwa der einzige Fisch, den man hier nicht abgeben kann, oder was? Ja, scheint wohl so. Schade. Na gut, wir könnten dich auch immer noch essen, ne? Wie sieht's hier aus? Ich klicke mich mal eben ganz schnell durch. Das waren, glaube ich, nur Erzeugnisse, die wir jetzt so nicht dabei haben. Nope, schade. Okay. Haben wir hier noch was? Nur noch, um sicher zu gehen, dass wir keine Möglichkeit auslassen. Nein. Na gut. Bei ganz ehrlich, Leben könnten wir eigentlich wegwerfen, oder? Ja, komm. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da kommen wir hoffentlich noch später an genug Leben. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verteufelt von euch dafür, dass ich den Leben weggeworfen habe, anstatt eben zurückzugehen. Nehmst du nicht krumm.
Ach, wo geht ihr denn alle hin? Ach, alle gehen sie einkaufen hier oben. Hast du das Spiel letzte Nacht gesehen? Oh, warte, hast du überhaupt einen Fernseher? Ja, hab ich, du Klugscheißer. Was hast du gesagt? Es ist schon 12.30 Uhr. Meine Güte. Ja, komm, quatschen wir mit dir auch noch. Es lief in letzter Zeit nicht so gut. Ich habe meinen Job als Busfahrer verloren. Wenn ich den zurückbekommen würde, könnte ich dich zur Kalikowüste fahren. Oha. Wo auch immer die liegt, würde ich dann ja gegebenenfalls sehen. So, dann break mal ein paar Geoden auf. Und drei Steine. Ein Jamborit, das finde ich sehr geil. Komm, naja, wobei, ich behalte ihn erstmal, würde ich sagen. Vielleicht kann ich den später im Gemeindezentrum verwenden. Und wenn nicht, dann kann ich den da immer noch dem Museum spenden. Und dann kriege ich auch noch eine Belohnung. Von daher, alles soweit so gut. Ach, guck an, Pierre, grüß dich. Auch lange nicht mehr gesehen. Gut, ich schaue ja auch nicht in deinen Laden. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Ach nee, Moment, du bist der Arzt. Stimmt, Entschuldigung. Ich hab den durcheinander gebracht hier. Hat mich ein bisschen an den guten Einzelhändler erinnert. So. Dann würde ich sagen... Moment, passt das hier? Eins, zwei, drei. Ja, das passt sogar perfekt. Ja, super. Machen wir das doch hier. Moment, diesmal vergesse ich nicht den Dünger. Haha, diesmal denke ich dran. Hallo. Oh, sagt unser Kleiner nicht Hallo. Das ist ja frech. So, Dünger. Dann düngen wir mal ein Ründchen. Ups, das wollte ich jetzt aber nicht. Was kostet mal ein Dünger in der Herstellung? Ach, zwei Harz, ja komm. Dann gönnen wir uns eben noch ein. So, dann haben wir nämlich einmal komplett für Blumenkohl alles gedüngt. Und das finde ich gut. So, ach, die Gießkanne habe ich schon wieder vergessen. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns gleich noch ein bisschen um ein paar Bäume auf dem Hof. So, aber eins nach dem anderen, wie immer. So, hier kann ich noch nichts ernten. Da auch nicht. Gut, gut, gut. Soweit, so gut. Weg mit der Gießkanne. Den Rest behalten wir mal. Wir nehmen mal die Joja-Cola mit. Damit wir ein bisschen was für unsere Energie tun können. Dich nehmen wir auch schon mal mit. So, und dann wird es Zeit, ein paar Bäume zu fällen. Mehr Kahlschlag. Kahl! Ja, so wird bei meinen Hofaussehen natürlich nicht ganz kahl. Na, Entschuldigung, ich bin mit der Maus weggerutscht. Mein Gott, irgendwie bin ich heute... Alter, irgendwie habe ich nur bei Ahorn Glück. Das ist unglaublich. Komm, fertig werden hier. Fall um. Danke. Juhu, endlich mal einen anderen Samen. Hurra. So, einmal rein damit. Yum, 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 yum. Wow, 13 Energie. Voll der Burner. Gemischte Saat. Da könnte ich jetzt natürlich was... Ach komm, ich habe hier eh dieses Feld über. Sehen wir das direkt einfach mal aus. Was haben wir? Haben wir noch, was ich futtern kann, was Energie gibt? Der Lauch zum Beispiel. Den Lauch, den kann ich mir reinziehen. Die Grünalge kann ich mir auch noch reinziehen. Ja, läuft. Damit wir hier noch ein bisschen was machen können. Ah, ich sollte die gemischte Saat dann auch gießen. So, Sekunde. So, und weiter geht's. Snörgeln wir uns eben noch die Grünalge rein. Zack.
haben wir Platz in der Kiste und Energie im Bauch. Das ist sehr schön. So, wir sollen jetzt aber mal gucken, dass wir uns auch mal um so eine Kiefer kümmern. Denn da brauchen wir ja noch einiges. Vielleicht sogar das meiste. Jawohl, da sehe ich einen Tannenzapfen. Sehr schön. Entschuldigung, Kiefernzapfen. Sogar zwei. Na, das ist doch perfekt, ist das. Ach komm, nehmen wir dich. So, hacken, hacken, hacken. Hacken, hacken, hacken. Da sehe ich noch was im Boden stecken. Ja, sehr schön. So. Zack, zwei Müsli-Riegel haben wir schon. Ja, geile Sache. Wenn es so weiterläuft, dann können wir morgen endlich mal in die Mine gehen. Das wäre wünschenswert. Damit wir endlich mal unseren Schmelzofen bekommen. Wie viel habe ich jetzt noch? Oh, ich bin erschöpft. Oh, ich hätte so gerne den Samen noch herkommen. So, jetzt. Ich fühle mich vor Überanstrengung träge, ja. Uns fallen auch schon die Augen zu. Das ist überhaupt nicht gut. Daher müssen wir jetzt leider die Haie aufsuchen. Oh, ist das anstrengend, durch Gras zu laufen. Oh. Alter, die Langsamkeit neu erfunden. Aber gut, das ist ja auch sehr hohes Gras, muss man sagen, ne? Also das war jetzt quasi die 2D-Version der bekannten Szene aus Gladiator. Wie der Tribun durch die Felder streift in seiner Halluzination. Und ihr Lieben, an der Stelle machen wir wie immer unseren Cut, streichen wir unseren kleinen Hallo, der ist ja wach. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und gute Nacht, ihr Lieben.